Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas und wir sind immer noch im Freeport wie in der letzten Folge, aber ihr seht, wir haben Besuch. Wir sind einer Company beigetreten, so wie ich es gesagt habe, nämlich der Piraten Company, so heißt die, glaube ich. Können wir mal rumgucken. Wo sehe ich denn das? Fähigkeiten? Hier, Company. Company, genau, mit der Blood Lady zusammen, mit dem Wilhelm van Vanderdecken, mit Lennox van Dragon, Drake van Dodo und ich. Also, wir sind gerade aktuell zusammen mit einer Crew, das heißt, die Jungs werdet ihr öfter mal sehen. Und auch reden hören, nur dass ihr da Bescheid wisst. Gut, ich habe uns in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen gewartet habe, bis da jemand vorbeikommt, habe ich uns mal, hoppla, ein bisschen Fisch organisiert, ein bisschen Fisch gebraten. Ja, läuft, da haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Vorrat. Wir haben auch noch feinstes Lachsfilet. Also da sollten wir jetzt erstmal verfügbar... alles verfügbar haben. Moment, die Sache will ich wieder wegpacken. So, das kommt hier rein und das kommt hier rein. Bei diesem Teil hier, bei diesem Fishing-Netz, da muss das Schiff tatsächlich fahren. Das können wir dann mal probieren, wenn wir mit den anderen unterwegs sind. Denn unsere Caligula, Entschuldigung Leute, ich habe irgendwie was, einen Frosch im Hals. Unsere Caligula bleibt erstmal hier im Hafen und wie ihr sehen könnt, ich habe es tatsächlich geschafft, hier eine Tür reinzubauen. Funktioniert tatsächlich im eigenen Inventar. Hier kann man nämlich Holztüren bauen, nicht in der Werkbank. Und schon kann man hier öffnen und schließen und alles ist gut. Jetzt müssen wir aber einmal hier unsere Kisten natürlich sichern, damit uns hier keiner was klaut. Das wollen wir ja nicht. So, hier einmal. Hier können wir mal einen Schluck trinken, dann sind wir da auch wieder. Können wir hier die... ja. Dann sperren wir hier mal alles, was geht. Hervorragend. Und wir haben uns ein Crewmitglied geholt. Hast du alles ausgeladen, was du ausladen wolltest? Hast du es gerade mit mir? Ja. Jo, bin gerade dabei. So, also wie ihr sehen könnt, wir haben hier auch schon ein bisschen Salz geholt gerade. Salz geholt? Sehr schön. Oh, vorne gibt es Salz. So, und Ihnchen hier, unser Angry Joe Senior, Level 1, der geht jetzt rüber aufs große Schiff. Den nehmen wir da mit rüber. Denn wir werden mit diesem Schiff... sorry, Leute, irgendwie... irgendwas im Hals gerade. Wir werden mit diesem Schiff weiterfahren. So, passt auf. Dann können wir ihm nämlich schon mal... wo sind denn hier Segel? Ach hier, guck mal. Können wir mit ihm dann gleich mal hier... ja, weitermachen. So, Drake, ich habe unseren Matrosen schon mal hier hingesetzt. Der bewacht jetzt hier das Segel. Sehr schön. So, Leute. Das hätten wir. Wir bräuchten noch ein bisschen Metall, wir haben keins mehr. Ich habe noch auf dem Schiff. Ich habe noch auf dem Schiff. Und auf der Insel ist auch überall Zinn, habe ich gesehen. Jetzt kann man nämlich nichts reparieren. Das ist schlecht. Dann gehen wir noch ein bisschen Metall holen. Hast du schon einen Reparaturhammer? Ich habe einen, ja. Brauchen wir den? Ja, glaub noch nicht, oder? Ja, aber mitnehmen wäre gut. Alles klar, dann packe ich den mit rüber. So, Leute. Also, so wird es jetzt laufen. Ne? Zwischendrin auch immer mal wieder ein bisschen Singleplayer-Let's Play. Wenn die anderen nicht da sind, dann werden wir... wir fahren ja mit dem Schiff, also so ist es angedacht. Das kann ich jetzt immer, so wie ich es gesagt habe, im Laufe des Let's Plays erklärt sich dann die Geschichte von alleine. Wir werden also nur mit unserem Schiff hier unterwegs sein, mit dem Großen hier. Und wenn wir uns ausloggen auf dem Server, dann machen wir das auf dem Schiff. Sollte jetzt ein anderer online kommen, kann er quasi mit dem Schiff rumfahren. Und wenn wir dann spawnen... wir haben da schon einen Plan, wie wir es machen können. Bleiben wir dann auf dem Schiff. Also wie wir weiter vorgehen. Alles klar. Okay, ich komme gleich dazu. Und somit, wenn wir dann uns wieder einloggen, sind wir auf dem Schiff und können uns dann ja unsere Tour machen. Ne? Können uns dann ein Schiff bauen, wie auch immer. Also da können wir mit dem Schiff rumfahren. Das ist so gemacht, dass wir einmal Singleplayer und einmal Multiplayer spielen können. So. Wo ist er denn jetzt hingerannt? Unser Crewmitglied. Die kriegen wir noch kaum was. Will mir jemand mal den Plan erklären? Achso, ja. Wir fahren jetzt erstmal zu den anderen Inseln, um die Entdeckung freizuschalten, ne? Um sich anzuschauen. Okay. Und dann werden wir unterwegs versuchen, irgendwie einen Wrack zu finden für Gold. Okay.
heißt, wir können ja auch mal so rumkommen und einen Wrack suchen unterwegs. Und dann können wir nämlich ein Gebiet claimen. Dann können wir eine Falle bauen und einen Elefanten zähmen. Das klingt gut. Da drüben, weil drüben ist Zähmen erhöht und Ressourcenfarmen auch. Das Dumme ist, man kann da nichts bauen, es sei denn, man hat das Gebiet geclaimed. Also eine Flagge hingestellt. Ja, ja, okay. Also gucken wir jetzt erstmal, fahren wir los, gucken nach einem Schatz. Genau. Alles klar. Gut, Leute, dann habt ihr den Plan jetzt schon mal gehört. Also so geht's hier weiter. Wir werden jetzt mal ein bisschen nach Schatz auf Schatzsuche gehen. Metall gefunden? Ja, nur so üblich. Also rein Metallstein habe ich jetzt keinen gesehen. Moment, ich guck mal weiter vorne. Ich habe da vorhin, wo ich die Insel ein bisschen erkundet habe, ich gefunden. Gut, dann machen wir uns noch kurz auf die Suche nach Metall. Und dann haben wir ja quasi unseren weiteren Plan schon. Nee, Schiefer. Hier auch nicht. Da haben wir. Hier ist. Oh. Also wir haben auf den Huhn drauf geschlagen. Klar. So. Also was ich auf jeden Fall wieder brauche, ist eine Katze. Ich will eine Katze. So. Jute kann man auch nie genug haben. Ach, auch nochmal den Tipp. Alle, ja? Jede Region, egal ob es ein Nebencluster ist, hat, also wenn es ein Nebencluster ist und die hat einen Namen, ist da auch ein Freeport. Wenn es ein Nebencluster ist und die hat einen Namen, sagst du. Genau. Also, ne? Hier ist zum Beispiel Kalituga die Region und wenn dann eine Region findet, die einen anderen Namen hat, also Nebencluster. Ach, dann gibt's in der Region gibt's dann Freeport. Genau. Alles klar. Okay, verstanden. So, dann sammeln wir hier nochmal fleißig Ressourcen und dann würden wir sagen, stechen wir ins See. Sehr schöne Geschichte. Ah, nee, ich brauche. Und mal habe ich. Ja, hier, Speere habe ich dabei. Sehr gut. Gut, Leute. Also, so wird's laufen. Ich denke, das wird ganz. Ganz spannend, vor allen Dingen, wenn wir es dann schaffen müssen, tatsächlich. Tatsächlich in die besseren, dann den Cluster zu wechseln und das Schiff auszubauen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass wir das Ganze hier als eine Art, Nomadenleben halt haben. Ne? Wir haben halt einfach nur unser Schiff. Und mit unserem Schiff müssen wir durch die Gegend eiern, komme was wolle. Wir können uns zwar auch eine kleine Base bauen, aber die verschwindet dann halt irgendwann, ne? Und das finde ich recht spannend für so eine zweite Staffel Atlas. Und wie gesagt, einfach... Mal was ab. Einen Dicken. Einfach nicht übel nehmen, wenn hier zwischendrin dann immer mal jemand spricht. Geht leider nicht anders. Die Jungs wissen, dass ich aufnehme, aber lässt sich halt nicht anders machen, ne, wenn man im Multiplayer spielt. So, Jungs, brauchen wir jetzt noch irgendwas? Geht das noch? Was? Brauchen wir jetzt noch irgendwas Spezielles oder haben wir alles? Auch wir haben alles. Du kannst aber ein Taxi rufen. Wir können so langsam laufen hier. Ach, seid ihr wieder total überfüllt. Ich mach mal die Hälfte davon zurück. Ich hab, warte mal, schmeiß mal ein bisschen was raus. Ich guck mal, ich kann auch ein bisschen was tragen. Halt alles klar, jetzt kann ich auch nichts mehr tragen. Könnt ihr auch langsam gehen und spielen Spiel dabei. Wie wär's mit Piraten raten? So geht's. Ah, super. Komm, Casey, du schaffst es. Es ist, schieb, wenn man nicht loslassen kann. Komm, schieb. Ja, es ist, ja, was war man das? Nicht 4,50 und krieg 61 zurück. Das ist ein toller Tausch. Mathe war ich noch nie gut. So, Leute, dann lasst uns mal vorgehen. Hast du mehr gekriegt, als du gegeben hast? Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, ja, ist klar. Er ist auch der Erste, der sich beschwert, dass er mehr zurückkriegt, wie er gegeben hat. Immer 20. So, Leute, ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen Licht. Sehr cool. So, dann lasst uns zurückkehren in Richtung Schiff. Ja, ein bisschen schneller, ja. Sehr cool. Dann bauen wir Johnny erstmal noch ordentlich auf. Dann muss ich hier bei mir neben mir mal die Tür zumachen, weil es zieht. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Gut. Erstmal alles abladen. Na, natürlich laufe ich jetzt hier lang, wo komplett falsch ist. So, dann bleibt die Kalituga hier stehen, auf dem Freeport. Natürlich können wir auch auf die jedes Mal zurückgreifen, ne? Ist auch kein Problem, da haben wir aber alles gesichert, da wissen wir, wo der Kram ist. Und ein größeres Schiff, sind wir ehrlich, macht natürlich auch mehr Spaß. Na, da komme ich nicht durch. So, Gold verdient habe ich übrigens, dass ich das erste Crewmitglied holen kann, habe ich beim Angeln, komischerweise. Ich habe ein paar Fische gefangen, während ich hier gewartet habe, dass eine Company vorbeikommt. Und habe ja beim Fischefang auf einmal Goldmünzen gehabt, deswegen konnte ich mir Ihmchen hier kaufen. Also weiß der Geier. So, Leute, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen zurechtfinden. Machen wir wieder eine Fackel vielleicht. Es ist so dunkel. Ah, so ist besser. Ach, guck, wir haben hier sogar eine Werkbank. Sehr schön. Oh, und die haben ja schon fleißig gekocht und getan hier. Das ist ja cool. Wir haben sogar schon ein Lämpchen. Und Piratenuniform. Oh, da können wir Johnny gleich einkleiden. Das ist ja super. So, das geht alles hier rüber. Da fragen wir dann mal, ob wir uns hier bedienen dürfen. Was haben wir hier? War auch gleich schon Stuff drin. Oh, die waren fix, die Jungs. Schon fleißig am Bauen gewesen. Hier oben ist ein Bett. Da liegt die Blood Lady. Ah, hier haben wir einen Kochtopf. Hier haben wir den Kochtopf. Dann können wir das mal reinpacken. Ja, und wer weiß, vielleicht brauchen sie das hier auch. Wir legen es einfach mal rein, ne? Würde ich sagen. Was ist hier hinten? Da kommt man nicht ran. Bisschen schlecht. So. Aber Moment mal, wir haben doch einen Eimer. Aber ich glaube, durch irgendein Update ging irgendwas nicht. So, dann lasst uns mal noch unseren restlichen Stuff, den wir drüben gebrauchen können, noch hier rausholen. Das ist hier Holz, Kohle und sowas. Ich denke, da brauchen wir jetzt nichts von. Die Biopaste nehmen wir mal mit rüber, die kann man immer mal gebrauchen. Und wir nehmen unseren Reparaturhammer mit. Wir nehmen mit, ja, das Essen. Den Eimer nehmen wir mit. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, es gab irgendeinen Bug, dass man... So, die Essensvorräte nehmen wir noch mit, das kann raus. Und das geht auch noch mit. Hervorragend. Oh. Du wirst ja machen, ich nehme Segel und wer will steuern? Ja, wenn, dann soll Casey steuern. Ich trag die Verantwortung. Kannst du Kisten einsammeln? Kisten einsammeln oder nach Wracks tauchen. Ja, genau, richtig. Ich habe jetzt mal alles übrigens von meinem Schiff rübergeholt. Ich lege das mal alles in die Werkbank, was ich so noch drüben hatte. Also quasi Essen, Lebensmittel, ein Reparaturhammer und so weiter. Hast du schon den Enterhaken? Nein. Der ist in der Werkbank. Brauchst du ja für, wenn du Kisten reinholen willst. Ah ja, okay. Pass auf, ich lege jetzt hier aber noch mal ein bisschen Fisch auch rein. In den Kochtopf. Dass hier einfach mal alles liegt, was wir so an Essen haben. Kann ich mich übrigens an der Werkbank bedienen, was Klamotten angeht? Ja, warte, Casey, wirf was her. Dann kleiden wir doch Johnny hier erstmal ordentlich ein. Für einen ordentlichen Piraten. Und das nehmen wir noch mit rüber. Boah, die waren aber schon fleißig hier. Sehr cool.
Hattet ihr nicht irgendwas gesagt, dass das mit den Eimern nicht mehr funktioniert? Das ging wieder dann. Ah ja, weil ich wollte schon sagen, ich hab nämlich einen gebaut. So, jetzt haben wir 111 ja, Milch. Ja. Ich habe hier einen Eimer übrigens, falls jemand einen braucht. Ja, super. Wir lassen den Eimer in der Kuh drin. Dann wissen wir, wo er ist. Also alles, was wir jetzt an Essen haben, habe ich jetzt einfach mal hier hinten in den Kochtopf reingeworfen. Hier, kannst du hier reinmachen, in den Futterdruck. Ah, da hätte ich länger. Aha, in den Futterdruck. Casey, kannst du jetzt schon Level 3 Tier? Nein. So, dann legen wir hier noch den Eimer in der Kuh. Ich habe die Punkte ja jetzt für die Messe ausgegeben. Ich kam ja sonst da nicht klar. Alles klar, ja, klar. Das ist ja dämlich mit den Pfeilen, weißt du? Das ist ja, echt dämlich. Und ich habe mal im Single geguckt, du kannst auch für die, wenn du die Armbrust hast, die Pfeile kannst du auch nicht herstellen. Die sind komplett weg. Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen. Ja, das ist natürlich doof. Wir haben jetzt momentan, gibt es da gerade Probleme, wieder in Atlas, nur zur Erklärung, dass da in wieder in der Werkbank ist auch noch eine Laterne für euch. Ja, ich habe meine genommen. Danke. So. So, dann können wir wegen mir los. So, machen wir mal los. Achso, in der Werkbank liegt noch der Enterhaken. Dann macht Johnny hier mal einen auf Kisten fangen heute. Sehr cool. Genau, tauchen. Liegt auch noch ein Fernglas. Fernrohr. Also, dann macht Johnny heute mal den... Oder es müsste noch eins liegen. Den Navigator. Liebe Leute, beziehungsweise nicht Navigator, aber wir halten Ausschau nach feinstem Stuff, während es hier regnet in Strömen. Und Johnny ist zu klein, er kann gar nicht rüber gucken. Zustände. Gut, dann warten wir mal, bis es losgeht. Und dann würde ich sagen, schalte ich euch wieder dazu, wenn wir hier on Tour sind. So Leute, wir heben ab. Wir heben ab. Nee, wir fahren ab. Wir heben nicht ab. Und wir behalten hier natürlich mal so ein bisschen die Geschichte im Blick hier, während wir auf der Suche sind. Also wie gesagt, wir sind, der nächste Plan ist, wir gucken mal noch ein bisschen nach Schätzen. Wir gehen tauchen. Wir haben ja hier eine Taucherstation dran. Was schnarcht denn hier so laut? Und danach geht's auf eine andere Insel, die wir auch noch entdecken müssen, um da vielleicht kurz was hinzubauen, um Material zu sammeln, um das Schiff weiter auszubauen. Aber da fällt mir gerade folgende Frage ein. Drake? Ja? Brauchen wir jetzt eigentlich jedes Mal, wenn wir das Schiff ausbauen wollen, da brauchen wir aber keine Werft für, oder? Ausbauen? Wie ausbauen? Ja, wir müssen ja irgendwie das Schiff dann halt auch so ein bisschen, ne? Also im Prinzip brauchen wir ja noch ein größeres Schiff wie das hier. Dann brauchen wir eine Werft für. Also müssen wir quasi irgendwo mal eine Insel machen, wo wir uns eine Werft hinstellen und dann ein größeres Schiff bauen. Das Ganze am besten vorm Clusterwechsel. Ja, quasi. Also der Plan ist jetzt, dass wir ein bisschen Gold jetzt finden, damit wir... ein Gebiet claimen können und eine Falle bauen für den Elefanten. Ne? Okay. Schon mal. Währenddessen, wir das machen, erkunden wir jetzt kurz die Inseln, damit wir aufsteigen können, vor allem Casey, um dann Level 3 Tier zu kriegen. Okay. Dann, wenn wir das haben, nehmen wir den Elefanten, packen das Schiff voll Holz und Stroh und so ein Scheiß und fahren dann wieder hierher. Gucken, wo wir uns hier ein gemütliches Bettchen für eine Basis hinstellen und werden dann hier quasi die große Werft bauen. Alles klar. Und fahren dann eventuell immer hin und zurück für Materialien, das müssen wir dann entscheiden oder sehen. Alles klar, okay, dann kenne ich den groben Plan. Da drüben sind übrigens hier Geisterschiffe, mehrere. Wir haben noch keine Kanonen. Dann sollten wir besser nicht reinfahren. Na, Leute. So, also, wir halten ein bisschen Ausschau nach Kisten. Und so ist jetzt also der Plan.
Große Werft, großes Schiff, dass wir bis zum Clusterwechsel, wo dann halt alles gelöscht wird. Das ist halt der Nachteil mit diesen Clustern. Wenn wir den Cluster wechseln, also der Server gewechselt wird mit dem Hauptcluster, ist halt alles auf diesem Hauptcluster danach weg. Das heißt, es steht dann nirgends, oder es kann theoretisch sogar rumstehen, weil wir an dieses Cluster dann erstmal nicht mehr wiederkommen. So ist das gedacht. So, Messi. Wer ist denn Messi? Ach, das ist das Schwein. Alles klar. Okay. Ihr könnt bei Regen auch bedenkenlos fahren, es sei denn, da steht schon die Warnung, ne? Wegen Windhosen. Ist nicht bei jedem Regen. Ist das ein bisschen besser wie auf Blackwood? Ja, es ist nicht arg so viel mit den... Sehr schön. Gut, also. Dann wird es halt natürlich, wenn wir hier zusammenspielen, für euch zur Erklärung, wird es dann immer mal... Schön aus. Werden dann immer mal wieder Schnitte kommen zwischen den Folgen, weil es dann natürlich dann doch ein bisschen Leerlauf zwischendrin gibt. Ne? Man muss sich dann schon ein kleines bisschen nach den anderen richten, mit denen man zusammen spielt. Aber nachdem wir in der ersten Staffel eigentlich größtenteils einen Singleplayer hatten, möchte ich in der zweiten Staffel dann schon auch ein bisschen mehr im Multiplayer unterwegs sein. Und es macht halt einfach ja viel mehr Spaß, mit zwei, drei Leuten hier unterwegs zu sein, wenn man sieht, es wächst. Einmal ist der eine online. Halten wir dann erstmal an der Insel an, wo wir schon waren, damit du auch die Entdeckerpunkte kriegst. Jo. Und fahren dann halt zum nächsten. Alles klar. Und ja, dass man daher einfach auch, wenn der eine sich einloggt, ein bisschen was bastelt, wenn der andere sich einloggt, ein bisschen was bastelt. Das passiert dann natürlich auch in Absprache, in Rücksprache über den Discord. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle, die hier auf dem Server spielen, auch im Discord da sind, dass man sich halt einfach ein bisschen absprechen kann. Das geht besser wie in-game. Und so wird der Verlauf sein. Wie oft Folgen kommen, das möchte ich vielleicht noch erklären. Diese Woche versuche ich auf jeden Fall noch ja, hier eine ganze Woche lang Folgen zu bringen, gerade am Anfang. Ansonsten darf ich euch dann bitten, schaut auf den Upload-Plan. Ich muss da natürlich gucken, wie kriege ich das mit der Aufnahme hin, wie oft zocken wir hier in Atlas, wie oft schaffe ich es. Es ist ja nicht nur Atlas, es sind ja auch nur andere Projekte. Ich möchte das Projekt natürlich schon relativ zeitig am Laufen halten, also so, dass wir mindestens 4-5 Folgen die Woche haben. Woher das will ich auf jeden Fall hinkriegen. Mal ansteuern. Das ist ein schönes Bild hier. Was ist? Stell dich mal an Steuer, ist ein schönes Bild gerade hier so im Sonne. Ja, also wie gesagt, schaut da bitte auf dem Uploadplan auf meiner Homepage kallezock.de. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da haue ich ja immer wöchentlich alles Aktuelle rein. Kiste. Kiste. Oh ja, eine Kiste, ich muss. So. Dann gucken wir, dass wir uns die Kiste hier angeln. Da ist ja natürlich gleich Schätze. Oh, Mass, wir sind ja Piraten, trotz allem. Rechts ist die. Shit. Andere Seite. Ganz rechts ist noch eine. Ah, die haben wir. Oh, das ist aber ein schönes Bild hier. Guckt euch das an. Kommt zu links. Sollte ich aber das Menü einschalten. Ja, wo ist denn hier eine Kiste? Ach, da hinten. So, passt auf, dann gehen wir am besten hier hoch. Hier hoch. Darüber auf den Taucherding, da haben wir die beste Übersicht. Schönes Wrack wäre mal nicht schlecht, ne? Ja, ich gucke auch schon die ganze Zeit nach. Das war nix. Ah, da haben wir sie. Sehr cool. So, ein bisschen Ausbeute war drin. Sehr schön. Wie viel Gold haben wir? Da rechts ist noch ein. Haben wir denn irgendwo so eine Sammelkiste, wo wir... Gibt es schon ein Sortiersystem oder noch nicht? Oder? Nee, noch nicht. Okay, soll ich da mal eins anlegen? Jetzt haben wir alles in die Werkbank getan. Ja, momentan ist Gold ein bisschen enger an Platz, ne? Kiste, rechts. Steuerbord. Jetzt ist noch eine. Ah, die nächste.
erfolgreich. Sehr cool. Eine ganz schöne Rennerei, was der Drake da macht. Rechts, links, rüber. Ah ne, wir kriegen es rechts. Sehr geil. Shit, wie mache ich den wieder los? Ah. So. So. Wie viel Gold ist es? Ja, 19. War jetzt nicht so pralle. Dafür ein Haufen Blueprints. Insgesamt jetzt, ja. Ja, gut. So, passt auf, aber wir können jetzt... Haben wir jetzt 78 insgesamt. 88 Gold. Okay, sehr cool. Das ist ja schon mehr wie... Ne? Mehr wie nix. So, dann ziehen wir Johnny jetzt hier mal noch ordentlich an. Zack, zack, zack. Er ist ja immer ein Pirat. Ja, jetzt sieht er doch schon mal ordentlich aus. Sehr nice. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann geht's hier weiter. Dann werden wir uns wahrscheinlich auf dieser Insel mal umschauen etwas. Beziehungsweise, dass ich die Erfahrungspunkte kriege. Wir könnten natürlich auch nur rumfahren und Wrack suchen, aber findet man relativ selten, habe ich so das Gefühl. Ja, die waren auf... Ja, gestern haben wir auch nichts gesehen. Auf der Blackwood waren die ziemlich viel verteilt, ne? Ja. Aber die gibt's. Ich hab's da schon mehrfach gesehen. Ja, irgendwann werden wir sicherlich mal reinfahren in eine. Okay, liebe Leute. Wie gesagt, wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann geht's hier weiter. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Insel und dann warte ich mal so ab, was die Jungs noch so vorhaben. Ne? Also vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt, wenn Johnny hier jetzt mit der Crew unterwegs ist. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.